etwas anderes denken, wenn er dich sieht. Sie können mich nicht einfach wieder wegschicken. Sie gelten als Spezialist, was Gesichter betrifft. Das bin ich auch. Aber einen Fall wie Sie habe ich einfach noch nicht gesehen. Ja. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh, oh! Oh mein Gott! Was denn? Das ist entsetzlich! Nicht das, was du erwartet hast? Willst du mal sehen? Nein! Einfach in die Wand stellen und abknallen! Wen wollen Sie abknallen? Na, die Verantwortlichen! Das war ein promovierter Arzt mit ganz modernen Instrumenten. Bin das ich? Hier geht's nicht um Broschüren. Aber sie hat... Die Dame hat ein menschliches Bedürfnis. Menschlich? Und das werden Sie befriedigen. Ich muss immer an meine Frau denken. Das geht leider nicht. Ich brauche Ihre ungeteilte Konzentration. Ich habe nicht gewusst, dass es solche Empfindungen gibt. Erstaunlich, nicht wahr? Sie entschuldigen mich, mein Patient. Ihr Patient ist mein Assistent! Hammer! Ich verbiete Ihnen mein Gesicht! Ich kann vielleicht bei der Erfindung stehen und tun, als wäre es Ihre. Aber was ich mit meinem Gesicht mache, das ist immer noch meine Sache. In Wirklichkeit sehe ich ganz anders aus. Ich. Wen meine ich überhaupt, wenn ich das sage? Was? Ich. Und ich und ich und ich und ich! Ich liebe mich! Will mal sehen, wir fangen mit der Nase an, weil sie am weitesten auf dem Gesicht herausragt.